Oh, jemine. Abri, abri, abri. Nein, nicht. Hallo, Schwester. War ich das etwa? Viel Spaß. Und wieder ein neues Video. Entweder oder. Heute mit... Ja, heute der wunderbare Gast. Ja, unser wunderbarer Frank Schröder. Hallo, hallo. So, jetzt wollen wir doch mal hören. Ja. Gold oder Silber? Gold. Silber. Gold. Duschen oder baden? Duschen. Baden. Serien oder Filme? Filme. Filme. Rotwein oder Weißwein? Rotwein. Weißwein. Chips oder Popcorn? Chips. Popcorn. Wir haben uns nicht abgesprochen. Nein. Selbst kochen oder essen gehen? Essen gehen. Essen gehen. Ja. Na. Ja. Regen oder Schnee? Schnee. Schnee. Ja. Laptop oder Desktop? Laptop. Ja, Laptop. Morgens oder abends? Abends. Abends. Gute Nacht, Leute. Tag oder Nacht? Oh. Zum Schlafen ist die Nacht besser. Ich schlafe lieber. Nacht. Ja, Nacht. Ja, ich bin eine Nachteule. Nacht. Buch oder Hörbuch? Buch. Hörbuch. Ich finde das so schade für die Kiddies und die jungen Leute. Ja. Dieses Erlebnis, ein Buch in der Hand zu haben, Papier, Seite und so, ist das was Sinnliches, weißt du? Mhm. Genau mit der Musik. Heute hast du alles auf dem Handy und so, deine, und kannst das antippen. Wir haben früher die Cover gehabt mit Fotos drauf. Ja. Das hast du, da hast du diese Vinylplatte rausgeholt. Ja. Weißt du was, das ist, du hast was in der Hand, das ist eine sinnliche Erfahrung. Richtig. Und das geht den jungen Leuten alles verloren, weil die alles nur immer digital machen. Mhm. Das ist natürlich praktisch, weil man nicht immer ein Buch mitschleppen muss oder so. Aber das andere, diese sinnliche Erfahrung, das finde ich, darum ist es wirklich schade. Gut. Action oder Drama? Drama! Action. Wir ergänzen uns wunderbar. Was ist schöner, Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang? Da ich ein Abendmensch bin und morgens lange schlafe, morgens um 5 oder 6, wenn die Sonne aufgeht, da schlafe ich noch. Sonnenuntergang. Ja. Sonnenuntergang. Analoge Medien oder digitale? Also ich bin ja ein bisschen oldschool. Also ich bin immer noch so ein bisschen Analog-Fan. Obwohl beides, das andere natürlich beides, der Fortschritt. Ja. Und eigentlich ist es eine Mischung aus beidem. Ja, je nachdem, ist eine Mischung. Geht. Ja. Tatort oder Krimi? Ich muss zugeben, ich bin generell nicht so ein großer Krimi-Fan. Ja. Und es gibt ein paar Tatort-Sachen, die ich gut finde, aber ich bin kein absoluter Tatort-Fan. Krimi. Ja, deswegen, also das ist neutraler Krimi. Ja. Kunst oder Wissenschaft? Kunst. Kunst. Frühstück oder Abendessen? Das ist Abendessen. Thema. Ja, außerdem, wenn ich morgens aufstehe, wann auch immer, ich kann nicht Leute, die aufstehen und gleich so opulent frühstücken können. Und das heißt ja immer, man soll frühstücken wie ein König, und das kann ich gar nicht. Nein. Aber wenn ich den ganzen Tag unterwegs war, kann ich abends richtig gut essen, auch wenn es ein bisschen später ist. Ja. Also auf jeden Fall abends. Abends. Wasser, mit oder ohne Kohlensäure? Mit kann man besser rülpsen. Ohne. Monopoly oder Kartenspiele? Kartenspiele. Ja, da hat man mehr Möglichkeiten, kann mehr variieren. Abenteuerfilm oder Komödie? Eigentlich beides, je nachdem. Beides. Aber Hauptsache, ist ein guter ist schön, Film. Ja. Tendenz mehr zur Komödie, glaube ich. Ja, die Welt braucht mehr Unterhaltung und mehr zum Lachen. Ja. Das ist alle traurig. Ja, richtig. Ja, Komödie. Mhm. Schwarz oder weiß? Ist beides keine Farbe. Ja. Der ist wie hell oder dunkel. Hell ist mir lieber, weiß. Weiß, ja.
Schwarz ist immer das Dunkle. Ja. Schwarze Mächte, schwarze Magie. Nein, nein, wir sind positiv, weiß. So sieht's aus. Oper oder Theater? Theater. Theater. Ich muss ehrlich gestehen, ich bin ja ein paar Mal in tollen Operninszenierungen gewesen. Das muss man lieben und den Nerv dafür haben, für diese Arena. Richtig. Also ich habe den größten Respekt vor den Sängern und die, was die machen. Ja, ja. Aber es ist nicht so ganz meins. Theater hast du ein breiteres Spektrum. Ja, Theater. Theater. Vinyl oder CD? Im Sinne Vinyl. Des Fortschritts, obwohl Vinyl ist ja wieder groß im Kommen. Ich liebe das eigentlich auch, die alten Dinger. Und das darf ruhig manchmal ein bisschen knistern oder rauschen. Ist wunderbar. Diese perfekte Tontechnik, die schönes ist manchmal Lagerfeuer auch kalt. Ne? Runter. Ja. Wunderbar. Ja, sagen wir Vinyl. Ananaspizza, ja oder nein? Warum denn nicht? Ja. Ja, das ist gut. Die Italiener da haben mit ihrem Klassiker. Das kann man machen. Wenn es schmeckt, kann man alles machen. Koffer oder Rucksack? Rucksack. Boah. Koffer ist doch meistens immer ein bisschen umständlich. Ja, hast du recht. Rucksack. Auch wenn er Rollen hat. So, einen Rucksack machst du auf den Rücken und gehst los. Ja, Rucksack. Meditieren oder Sport treiben? Ach, das ist jetzt nicht meine Frage, oder? Ich bin ja so ein fauler Sack, was Sport betrifft. Ja, bin ich auch geworden, auch so ein fauler Sack. Aber eigentlich müsste man mehr Sport. Also wichtiger wäre Sport. Ja, Sport. Wähle eine Superkraft. Teleportation oder fliegen können? Teleportation. Ja, das ist schon geil, da kannst du mehr machen als fliegen. Teleportation, ja. Ja. Kekse oder Kuchen? Kekse. Oh, es gibt so schöne Kuchen. Ja, ich bin nicht so ein Kuchenesser. Ja, ich bin, ich leider. Mal ein kleines Stück, aber... Kuchen. Reden oder zuhören? Zuhören. Ja. Ich höre gerne zuhören. Urlaub im Ausland oder innerhalb Deutschlands? Sowohl als auch. Es gibt in Deutschland schöne Ecken, aber ich bin doch gerne mal, man will ja auch mal was Neues entdecken. Richtig. Ich war jetzt zum Beispiel gerade das erste Mal in meinem Leben auch in Italien. Ja. Schön. Ja, Italien ist toll. Die Welt entdecken. Ja. Zu Hause schlafen oder zelten gehen? Ich schlafe am liebsten in meinem eigenen Bett. Zu Hause. Auf einer tollen Matratze. Optimist oder Pessimist? Opti. Aber hallo. Naja. Wie war das mit dem Glas, mit dem Wasserglas? Ja. Halb voll oder halb leer? Bei mir immer halb voll. Ja. Gut, danke schön. Ja, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Oh, schade. Das war's schon mit dem Video. Aber es gibt noch viele weitere Koralle-Videos. Und ihr könnt auch gerne den Kanal abonnieren, wenn ihr es möchtet. Es ist auch kostenlos. Leider. Ja, das könnt ihr sehr gerne machen. Wir würden uns sehr freuen. Also, bis zum nächsten Mal. Eure Stimmen unter Wasser. Juhu!